Hi, hier ist der Frank vom foodblog-hamburg.de. Jetzt geht's hier mal richtig zur Sache, weil es ist ja bald Weihnachten und wir haben noch keinen Stollen. Der muss aber noch mindestens eine Woche liegen, deshalb müssen wir uns jetzt echt beeilen, damit der schnell mal aus dem Backofen wieder rauskommt und wir den zur Seite packen können, damit der richtig gut wird. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, aber jetzt kommt erstmal unser Trailer. Schon geht's los. Ich habe mir so ein bisschen was an Milch angewärmt. Die tue ich mir hier schon mal in meine Rührschüssel. Und dann muss ich hier gleich 100 Gramm Honig mit zu tun und das Ganze verschlagen. Ich mache jetzt die Maschine an und tue da den Honig rein. Ich gebe jetzt meine Hefe dazu. Alle Angaben, Mengenangaben findet ihr wieder unten in der Einkaufsliste. Da ist auch gleich mit beigeschrieben, wie man den ganzen Stollen zubereitet. Wir machen jetzt gerade nur einen Vorteig, der jetzt gleich dann über Nacht bei uns stehen bleibt. So, ich tue jetzt mein Mehl dazu, so nach und nach, damit das ein schöner, runder Teig wird. So, mein Vorteig ist jetzt fertig. Den kann ich mir jetzt hier schön aus der Maschine nehmen. Werde mir den jetzt gleich schön in eine etwas kleinere Schüssel packen. Und dann tue ich den über Nacht abgedeckt in den Kühlschrank. Wir sehen uns dann morgen früh, wenn es dann weitergeht mit unserem Stollen. Hi, guten Morgen. Seid ihr auch schon aufgestanden? Wir auch, haben ein bisschen länger geschlafen als sonst. Und ich bin jetzt schon mal dabei, hier dieses Zitronat ein bisschen kleiner zu schneiden. Das ist mir immer ein bisschen zu groß. Ich mag das lieber ein bisschen feiner in meinem Stollen. Deshalb schneide ich das jetzt gerade mal ein bisschen runter. Man könnte das auch durch einen Fleischwolf drehen oder mit einem Zauberstab machen. Aber ich stehe so auf Handarbeit. Finde ich ganz cool. Ich habe jetzt hier schon Haselnüsse reingetan. Da kommt das jetzt gleich alles mit oben drauf. Genaue Mengenangaben findet ihr unten in meiner Anleitung. Da schreibe ich auch gleich das ganze Rezept runter, wie ich es gemacht habe, damit ihr es einfacher habt. Ich glaube, ich schneide erstmal den ganzen Kram hier klein und dann geht's weiter. Bin immer noch dabei, hier die Orangeade klein zu schneiden, aber es ist ja jetzt Adventszeit. Den ersten Frost hatten wir auch schon. Eigentlich kann man jetzt auch super Grünkohl essen. Wir haben gestern wieder Grünkohl gemacht. Den gibt es dann heute bei uns. Also wer Lust hat auf Grünkohl und das mag, gibt bei uns ein gutes Rezept in der Mediathek, was man sich auch angucken kann. Und Grünkohl kochen ist ein bisschen Fleißarbeit vielleicht, aber nicht schwierig. So, dann tun wir jetzt unsere Rosinen hier auch noch zu. Wunderbar. Jetzt mal ein bisschen Lärm machen hier. Kommt da Orangensaft drauf. Viele tun da ja Rum drauf. Wir machen das mit Orangensaft, damit das richtig schön kräftig wird. Dafür drücke ich mir einfach ein oder zwei Orangen aus. Das kommt hier schön mit rein und dann kann das gleich so eine gute Stunde ziehen. So, jetzt habe ich da zwei Orangen reingedrückt und habe da jetzt meine Nüsse, die Orangeade, Zitronat und meine Rosinen drin. Die müssen jetzt mal so 2 Stunden ziehen und dann kann ich sie gleich verwenden. Ja? Ja. Okay. Also, es geht weiter. Ich schweinigel hier mal ein bisschen mit Mehl rum. Wir brauchen 400 Gramm Mehl für den Hauptteig. Und dann kommt da gleich noch Folgendes zu. So, dann gibt es jetzt noch eine Messerspitze Zimt. Das ist Sumatra Zimt. Der hat einen höheren Anteil an Kumarin, was
sich auf den Geschmack auswirkt und dass der Geschmack wesentlich kräftiger ist und schöner. Den habe ich bekommen von gewürzmaster.de. Schaut da gerne mal vorbei. Dann noch eine Prise Salz. Ich habe in die Anleitung reingeschrieben, 2 Vanillestangen. Ich habe mir mal flüssige Vanille besorgt. Probiere die jetzt heute mal aus. Davon sollen 2 Teelöffel genauso viel sein wie 2 Stangen. Das probieren wir jetzt mal aus. Dann noch der Zitronenabrieb, aber immer nur das Äußere, nicht das Weiße, weil das Weiße ist bitter. Aber das sagen ja die ganzen Star-Köche im Fernsehen auch alle 2 Minuten. Ich glaube, das muss ich gar nicht sagen. Außerdem wisst ihr das alle. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Eine Messerspitze bzw. 2 Messerspitzen Kardamom. Und dann sind wir eigentlich soweit durch. Dann kann ich jetzt gleich die Maschine mal anschmeißen und das schon einmal durchmengen. Ich habe jetzt schon mal den Hauptteig so ein bisschen verquirlt mit der Maschine. Und jetzt tue ich da unseren gestern erstellten Vorteig dazu. So, unseren Vorteig, den wir gestern in den Kühlschrank gestellt haben, den habe ich hier. Tara hat sich schön verdoppelt. Kann man schön sehen hier die Struktur, wie die Hefe schön aufgegangen ist. Den nehme ich jetzt hier raus und tue ihn da einfach mit zu. So, dann tun wir den hier schön mit rein. Machen noch einmal hier das Gefäß so ein bisschen sauber. Wollen ja auch alles mitkriegen. So. Und dann können wir das Ganze jetzt nochmal eine Runde verquirlen. So, jetzt darf unsere Maschine wieder ein bisschen arbeiten. Jetzt haben wir den schön verknetet, beides miteinander. Jetzt tue ich da noch schön meine Früchte mit rein. Die haben jetzt hier eine gute Stunde gezogen. Und dann kommen die da halt noch mit rein. Muss mal gucken, vielleicht ist es auch ein bisschen zu viel für meinen Teig. Dann mache ich ein bisschen weniger. So, dann arbeiten wir das mal hier ein bisschen rein. So, das sieht doch schon mal ganz geil aus. Ich werde jetzt den Teig hier gleich aus meiner Schüssel nehmen. So, dann tue ich jetzt meinen Teig mal schön mir hier auf meine Silikonunterlage. Und da kann ich ihn halt noch mal so ein bisschen verprügeln. Ich finde, der hat eine ganz gute Konsistenz. Und da das ja 2 werden sollen, teile ich das, glaube ich, jetzt schon. Das ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Kommt das hin? Ja. So, dann sind das jetzt schon 2. Klasse. Die werden jetzt zu einer Kugel geformt. Oh, sind die widerspenstig. Das wird jetzt zu einer Kugel geformt und dann kommen die gleich nochmal für eine Stunde zum Gehen. Der hier auch. Und dann kommt da gleich ein Tuch drüber. Ich tue die jetzt nicht in den Kühlschrank. Ich lasse die jetzt einfach hier so gehen. Und dann sind wir auch bald fertig. So, Tuch drüber. Jetzt ist eine gute halbe Stunde, eigentlich eher eine Stunde vergangen und unsere beiden Teige sind hier so ein bisschen gegangen. Ich werde die jetzt, den einen lasse ich jetzt einfach noch so liegen. Ich werde mir den hier jetzt nehmen, werde mir den jetzt so ein bisschen formen, so wie ich ihn gerne haben möchte. Weil der sieht ja richtig gut aus. Und dann lege ich mir den jetzt so auf meinen Rost gleich. Ich werde so ein bisschen zaubern, dass mir hier die ganzen Rosinen nicht alle an der Oberfläche sind. Die werde ich jetzt alle so ein bisschen verstecken. Und dann kommt er auf mein Blech, das habe ich hier schon stehen.
Dann mache ich mir meinen Backofen an auf 220 Grad, werde den anheizen. Ich habe da jetzt eine Form reingetan, da habe ich Wasser reingetan. Die wird dann dafür sorgen, dass ich hier hohe Luftfeuchtigkeit habe. Und dann wird mein Stollen da dann für 45 bis 60 Minuten reinkommen. Auf Hälfte drehe ich ihn einmal um, aber das zeige ich euch dann gleich. Also ich habe den jetzt erstmal geformt, soweit. Ich tue den jetzt hier auf mein Blech. Da habe ich eine Matte drunter, so eine Barbecue-Matte drunter. Dann lasse ich den jetzt hier gleich nochmal so 20 Minuten ziehen. Und dann kommt er in den Backofen. So, halbe Stunde ist um. Da liegt er. Ich finde, er sieht sehr gut aus. Ich tue den jetzt hier hinein. Unten verdampft mein Wasser. Da bleibt er jetzt drin für 45 bis 60 Minuten, je nachdem. Ich gucke mir das gleich mal an. So, halbe Stunde ist um. Der sieht ja klasse aus. So geht das aber jetzt nicht. Ich brauche noch ein Handtuch. Jetzt drehe ich den einmal um. Weil unser Backofen, das geht das besser. Wenn ich den einmal umdrehe, ein tiefer wieder. So. Und jetzt geht er nochmal für Viertelstunde, 20 Minuten da rein. So, Viertelstunde ist jetzt um. Ich habe jetzt einmal mehrfach reingestochen und geguckt. Der ist fest von innen. Das sieht doch schon mal geil aus, oder? Ich finde, das sieht toll aus. Jetzt nehme ich mir, ich habe mir hier Butter flüssig gemacht. 150 Gramm. Damit werde ich ihn jetzt schön bestreichen. Überall schön gleichmäßig. Das soll da jetzt schön rein, damit er mir schön saftig bleibt. So, jetzt habe ich schön den zweiten Teig schon in den Backofen getan. Der muss jetzt schön backen. Halbe Stunde, dann drehe ich auch den um. Und den hier, der kriegt jetzt erstmal richtig schön Schnee obendrauf. Nein, stimmt nicht. Puderzucker. Richtig schön Puderzucker da drüber. Richtig geil. Und wenn der abgekühlt ist, dann werde ich den einmal anschneiden. Werden wir dann zusammen machen. Dann könnt ihr auch sehen, wie schön fluffig der von innen ist. So sieht er jetzt aus. Ich werde ihn jetzt einfach mal mittig durchschneiden und dann können wir mal gucken, wie fluffig oder wie gut er wirklich geworden ist. Das sieht doch schon ganz geil aus. So, wir haben den jetzt in der Mitte einfach mal durchgeschnitten. Das sieht doch richtig geil aus und richtig schön fluffig. Und ich kann es irgendwie nicht lassen, habe den Mund schon voll. Und bevor ich jetzt hier das zweite Mal abbeiße, ist so geil. Ja, das war unser Rezept zu unserem Christstollen. Unser zweiter Christstollen ist hier noch im Backofen. Der backt hier noch vor sich hin. Das dauert aber auch nicht mehr lange, so 10 Minuten, dann ist der auch durch. Dann haben wir zwei wunderschöne Christstollen produziert. Wenn ihr keine zwei machen wollt, halbiert das einfach alles. Dann habt ihr die Menge für einen. Ich hoffe, das ist alles nachvollziehbar gewesen. Ich finde den super lecker. Habt ihr noch irgendwelche Fragen dazu oder Anregungen? Unten reinschreiben. Ich freue mich darüber. Ich werde auch sofort antworten. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Heute ist Nikolausi. Noch einen schönen Nikolaus. Und tschüss sagen. Und Frank vom foodblog-hamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao.